wie Sie am Ende einer Umfrage eine automatische E-Mail generieren. Es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Beispielsweise, also klassischer ist so, ich melde mich für etwas an. Ich habe mich für ein Event, für ein Ticket oder irgendwas angemeldet. Dann hätte ich immer gerne eine Bestätigung. Also ich möchte dem Teilnehmer auch sagen, okay, du hast dich wirklich angemeldet und du hast dich auch für dieses Event angemeldet. Und so eine Eventanmeldung ist ja nichts anderes, wenn wir in dem Beispiel bleiben, wie ein Formular, was ausgefüllt wird, und das kann man ja auch mit Easy Feedback machen, weil wir haben ja Formulare, die wir anbieten. So, an der Stelle möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie Sie eine E-Mail-Antwort automatisch generieren können, um den Teilnehmer im Anschluss an die Befragung, ich sag mal, eine Bestätigung zu senden. Ich nehme jetzt wieder hier meine erste Umfrage und möchte dem Teilnehmer am Ende eine E-Mail zuschicken. Dafür brauche ich aber seine E-Mail-Adresse. Es gibt bei uns im System zwei Möglichkeiten. Wenn Sie über unsere Teilnehmerlisten und E-Mail-Funktionen einladen, dann haben wir die E-Mail-Adresse, dann können wir genau dahin die Antwort senden. Wenn Sie das nicht machen, sondern den Befragungslink so publizieren, dann benötigen wir irgendwo hier die E-Mail-Adresse, und das machen wir am besten, indem wir das über eine Frage abbilden. Das heißt, ich setze jetzt hier mal bitte, nennen Sie mir Sie uns, ja, Sie uns, Ihre Kontaktdaten. Jetzt mal exemplarisch, dann kann ich hier Name reinschreiben, Telefon und auch die E-Mail-Adresse, weil ich die benötige. So, wir speichern das Ganze. Wenn Sie damit arbeiten und das in der Befragung machen, wäre es natürlich auch recht sinnvoll, wenn Sie die Frage als Pflichtfrage markieren, weil wir benötigen ja die Daten, sonst funktioniert das am Ende nicht. Das heißt, wir haben das jetzt gemacht, wir haben Ja-Nein-Frage, exemplarisch, hier auch noch und hier die personenbezogenen Daten. So, wir gehen jetzt in die Einstellung, die Umfrage ist schon aktiviert, wunderbar, und öffnen die E-Mail-Antwort. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, diese E-Mail, die nun automatisch versendet werden soll, zu definieren. Grundsätzlich können wir das Ganze erstmal einschalten. Ja, jetzt meckert das System rum, weil es nicht genug Daten hat. Das heißt, Empfänger der E-Mail habe ich eben angesprochen, aus der Teilnehmerliste. Wenn wir damit arbeiten, können wir das nehmen. Wir können eine manuelle Eingabe tätigen. Das heißt, diese E-Mail kann auch an x-beliebige feste E-Mail-Adresse immer gesendet werden. Oder aber wir sagen Abfrage innerhalb der Umfrage. Wenn wir das auswählen, kriegen wir von hier aus Zugriff auf alle Fragetypen, wo eine Abfrage stattfinden kann, könnte. Und hier sehen wir schon, das ist die zweite Frage. Da hatten wir drei Optionen, Name, Telefon, E-Mail. Wir wählen E-Mail aus und sagen, das, was hier eingegeben wurde, ist für uns die E-Mail-Adresse, um diese E-Mail-Antwort zu versenden. So, Name des Absenders ist die Ich AG und der Absender ist ich@ich.de. Einfach mal exemplarisches Beispiel, das ist jetzt nicht weiter wichtig. Einstellungen können wir natürlich jederzeit speichern, das ist jetzt auch nichts, keine Raketenwissenschaft. So, jetzt haben wir hier die Betreffzeile, die können Sie natürlich ganz individuell setzen. Vielen Dank für die Teilnahme, Ihre Bestätigung an der Stelle, und dann können wir hier unseren E-Mail-Text setzen. Das ist jetzt ein kleiner Platzhaltertext, können Sie einfach überschreiben. Um jetzt eine persönliche Ansprache zu tätigen, haben wir hier als Beispiel Anrede, Vorname, Nachname schon platziert. Die Angaben hätten wir, wenn wir über die Teilnehmerlisten einladen und dort die Angaben gesetzt haben, dann können wir die wieder aufgreifen. Haben wir nicht, aber wir wissen den Namen. Wir haben ja eben in der zweiten Frage den Namen abgefragt, da können Sie sich auch dran erinnern, ne? Dann gucken wir doch mal schnell in den Fragebogen. Ich öffne das im neuen Tab und sage, es ist die zweite Frage, erste Antwortoption. Also sagen wir guten Tag. Und hier auf der rechten Seite sehen wir, wie wir damit arbeiten können. Q1, Question 1. Wir brauchen Question 2. Und wir brauchen die Answer Option 1. Also ich kopiere mir mal einfach das hier raus. Das macht es einfacher. Kopieren wir das, guten Tag, Q2, Answer 1. So, dann bekomme ich den Namen. Ganz interessant. Ne? Vielen Dank für Ihre
für Ihre Anmeldung. Hiermit bestätigen wir diese. Einfach mal exemplarisch, viele Grüße und so weiter. Genau, das ist die Möglichkeit, wie Sie das hier aufbauen können. Oder aber auch, wir können das ja mal ein bisschen weiter treiben, Sie haben sich mit folgenden Daten angemeldet. Und dann ist es hier Telefon, Telefon wird anders geschrieben, Telefonname, das ist vielleicht die falsche Reihenfolge, so, Telefonname und E-Mail. Um das jetzt wieder auszugeben, nehmen wir mal am besten hier oben den Platzhalter, den wir schon gesetzt haben. So, das war Answer 1, das ist Name, hier ist Telefon, das ist Answer 2 und Answer 3. So einfach ist es. Dann klicken wir auf Speichern. Genau, und damit haben wir die E-Mail-Antwort vorbereitet. Jetzt würde, wenn wir durch die Befragung gehen, eine automatische E-Mail an diese E-Mail-Adresse gesendet werden, die hier hinterlegt wurde. In dieser Sprache. Die Umfrage ist zweisprachig, das heißt, wir könnten sogar in zwei Sprachen diesen Text hinterlegen, wenn Sie möchten. Wir sehen auch hier die Bestätigung. In grün haben wir das schon gemacht und das andere noch nicht. Sie haben hier unten eine Testmail-Funktion, das heißt, Sie können hier draufklicken und die E-Mail testen, wie die denn bei Ihnen ankommen würde. Bedenken Sie aber, wenn Sie das testen, wird das hier leer sein. Weil es ist eine Testmail, es ist es sind keine Daten vorhanden, die wir Ihnen senden können, weil nichts ausgefüllt wurde. Deswegen ist es nur für den Bereich, dass Sie Ihre Formatierung und das Visuelle testen können an der Stelle. Genau, und so können Sie denn hier die automatische E-Mail-Antwort gestalten. Es gibt optional noch die Möglichkeit, dass Sie Ihre eigenen Mail-Server-Zugangsdaten eingeben. Bedeutet an der Stelle, dass wir uns von hier aus mit den SMTP-Daten auf Ihr E-Mail-Konto einloggen und der Versand dann original über Ihren E-Mail-Server läuft und nicht über unseren. Das können Sie optional aktivieren. Ansonsten ist die Funktion aktiv, sobald Sie hier auf Status On klicken. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Vorbereiten, beim Einrichten und natürlich auch am Ende an diesem automatisierten Workflow, der für Sie eine Bereicherung und für den Teilnehmer eine Bereicherung ist. In dem Sinne, happy Feedback!